Tag Leute und willkommen zu einer neuen Zeitschriftenreview. Da ich mir in den letzten Videos ja eher Computerbildspielezeitungen angeguckt habe, dachte ich, es wird auch mal Zeit, sich wieder ein paar Screen-Fun-Hefte vorzunehmen. Allerdings habe ich ja schon mal gesagt, Hefte habe ich keine mehr, dafür noch ein ganz Teil CDs. Heute geht es um die zweite CD-ROM, die jemals in der Screen-Fun drin war, und zwar die 12-2001. Zur besseren Verständlichkeit habe ich einfach mal die Musik und die Soundeffekte ausgeschaltet, weil das wäre sonst ein bisschen nervig. Aber ich spiele einfach mal kurz die Musik ein, denn für einige, die die Zeitung damals hatten, dürfte das womöglich ein bisschen Nostalgie sein. Ich hatte auch einzelne Ausgaben von ganz früher. Die Screen Fun war ja bekannt dafür, dass sie auf einer kleinen CD ziemlich viel Material speichern konnte. Und das ist hier auch schon der Fall. Wenn wir mal kurz gucken, hier bei Patches, da ja, brauche ich nicht viel zu erklären. Also es sind halt Verbesserungsprogramme. Ich habe ein paar dieser Spiele. Ich könnte das tatsächlich testweise mal installieren. Das mache ich jetzt aber natürlich nicht. Aber damals war das halt die einzige Möglichkeit, an irgendwelche Verbesserungen ranzukommen, wenn das Spiel Probleme machte. Unter Specials findet man, ich würde mal sagen, allen möglichen Krimskrams. Also eher so Sachen, die sich nirgendwo anders einordnen ließen. Ja, hier Acrobat Reader, Antivir, neue Karten für Command & Conquer, neue Karten für die Siedler 4, Extras für die Sims. Ich habe übrigens mal in dem Ordner reingeguckt zu diesen Sims-Zusätzen. Die wurden tatsächlich von Privatleuten erstellt und bei vielen sind auch Internetlinks zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass die Seiten nicht mehr existieren werden. Ich werde mir das privat mal angucken, ob man diese Seiten noch findet. Das dürfte wohl ziemlich interessant werden. Ja, DirectX kennt man. Ja, FaceDo oder Da. Ja, irgendein Bearbeitungsprogramm. ScreenFun Jukebox und den Windows Media Player. Die Kategorie Internet ist selbsterklärend. Alles zum Internet. Ich muss wohl nicht erklären, dass man die meisten Programme vermutlich nicht mehr benutzen kann, da sich das Internet ja wahnsinnig verändert hat. Bildbetrachter braucht man heute nicht mehr. Bingo braucht man auch nicht mehr. Es gibt genug Suchmaschinen. Gozilla ist ein Download-Manager. Da würde es mich schon interessieren, ob der mit heutigen Geschwindigkeiten noch arbeiten könnte. Ich habe solche Download-Manager nie verstanden, weil deine Internetgeschwindigkeit hat ja eine gewisse Schnelligkeit und man kann das ja nicht austricksen. Also zumindest ist mir das jetzt nicht bekannt, ja, weil hier ja steht, also wenn die Internetleitung nicht schnell ist, kommt man am Download-Manager nicht herum. Aber das wird doch im Browser heruntergeladen. Also ich bin dafür wohl einfach zu jung. PaintShop Pro ist eine Shareware von so einem Bildbearbeitungsprogramm. Scribe ist ein HTML-Editor. Es gibt genug Bausätze für Internetseiten. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon interessant, mal eine Internetseite zu bauen, die genauso aussieht wie eine von damals. Es gibt ja noch ein paar, die sich seit 2001 oder so nicht verändert haben. Und WinZip ist, ja, auch bekannt, benutzt heute aber keiner mehr, weil wir alle die Testversion von WinRAR benutzen, die garantiert nicht ablaufen wird oder erst im nächsten Jahrtausend, keine Ahnung. Ja, das Thema Handy, da bin ich raus. Also ich habe ja mit diesen alten Telefonen überhaupt nichts am Hut. 2001 war ich ja in der ersten Klasse und weit davon entfernt, ein Telefon zu haben, beziehungsweise überhaupt ein Telefon haben zu wollen. Einmal haben wir hier über 100 kostenlose Logos für mein Nokia-Handy. Da kann ich euch gleich mal ein paar von zeigen. Diese Handy-Logos beeindrucken heute natürlich niemand mehr. Sie sind super klein, super verpixelt und man kann es sicherlich erkennen. Es lohnt sich eigentlich gar nicht ran zu zoomen, aber ansonsten würde man ja gar nichts erkennen. Die Motive sind jetzt hier in diesem Beispiel bunt gemischt, also entweder irgendwelche Liebesbekundungen oder Liebessymboliken oder irgendwelche chinesischen, japanischen Schriftzeichen, das war damals wahrscheinlich in. Dann auch so ein paar Zwinker-Zwinker-Knick-Knack-Bilder und auch, ich sag mal, zeitgenössischer Humor. Zum Beispiel dieses Was geht ab? Oder BSE-Alarm. Das war damals sicherlich unglaublich lustig. Gerade das erste wegen Scary Movie. Heute lacht da kein Mensch mehr drüber. Ich muss aber sagen, dass manche Bilder durchaus sehr detailreich sind und da kann ich nur sagen, Hut ab.
Also für so ein kleines Bildchen, sich da so eine Mühe zu geben, denn im Laufe des Videos zeige ich noch ein paar Logo-Manager und da sieht man, dass diese Bilder wirklich Pixel für Pixel zusammengesetzt werden mussten und das muss sicherlich ein Haufen Arbeit gewesen sein, kann ich mir zumindest vorstellen. Weiter geht's mit dem Logo-Manager, auch nur eine Testversion. Für 60 Mark kannst du die Vollversion haben. 60 Mark für so einen Logo-Manager. Ich glaube, würde es sowas heute noch geben, dann könnte man sich wahrscheinlich sowas online zusammenbasteln und bräuchte da kein Programm mehr für. MC Tone ist ein Programm, was Musik in das Nokia-Tonformat umwandeln kann und das stelle ich mir nicht schön vor, wenn da so eine schön klingende Melodie platt gestampft wird und dann dieses komische Piepen ergibt. Das war ja beim Nokia so. In anderen ganz alten Screenfun-CDs, kann ich schon mal im Vorfeld sagen, gab es sogar gratis Handy-Klingeltöne mit drin. Ja, Mr. Ed Good, eins dieser Mache-Geld-durch-Werbung-Programme, empfinde ich für sehr fragwürdig, weil die Seite muss ich ja auch irgendwie finanzieren und ja, deswegen ist es unwahrscheinlich, dass du mehr Geld machst als sie. Der Phone Editor Pro ist ebenfalls ein Logo-Programm, auch eine Testversion, die Vollversion kostet 30 Mark. Gibt es überhaupt jemanden, der sich da jemals eine Vollversion von gekauft hat? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und noch ein Logo-Editor, mit dem man ohne Datenkabel was aufs Handy laden kann. Hui, hui, hui. Zukunft. Die Videos werde ich euch natürlich nicht zeigen. Ich klicke nur mal kurz durch. Zur Qualität muss ich nicht viel sagen. Ganz schön verpixelt. Aber der Vorteil im Vergleich zu heute ist, dass diese Trailer echtes Gameplay-Material zeigen. Und nicht so wie heute, dass ein Spiele-Trailer größtenteils aus vorgerenderten Zwischensequenzen besteht. Also durch diese alten Trailer konnte man sich ein besseres Bild vom Spiel machen als bei heutigen Spielen. Als Demos hätten wir hier einmal NHL 2002 und WyoChat und die Vollversion sind einmal Reworld, Pizza Connection 1. Eine coole Sache bei der Screenfun waren diese Schalter hier oben. Da konnte man zwischen mehreren Bildern durchklicken. Das gab es in der Computerbildspiele auch nicht. Dann haben wir noch Bubble Ball, Egg Boo, Frozen Fruits, Happy Land, Hornado, St. Nicholas, Ultimate Steroids und C-Tracks. Diese CD habe ich übrigens original. Als ich damals das Screenfun-Konvolut gekauft habe, hat der Anbieter schon gesagt, dass genau diese CD kaputt ist. Also angebrochen, sagt man das so. Aber egal, ich habe es. Also diese Dateien, die habe ich jetzt aus dem Internetarchiv, wie so oft. Und es war tatsächlich im Jahre 2001, 2002 noch nicht so, dass jedes Mal eine CD drin war. Das war tatsächlich erst so in jeder zweiten Ausgabe und dann ab 2003 wurde das dann Standard, dass in jeder Ausgabe eine oder später auch zwei CD-ROMs drin waren. Weiter geht's mit den Spielen. Fangen wir mal mit den Demos an. Als erstes hätten wir hier NHL 2002. Das ist ein Eishockeyspiel und ich habe von Eishockey keine Ahnung. Die Grafik ist soweit okay. Ja, die Charaktere sehen ganz passabel aus. Das Publikum sieht man nur in den Zwischensequenzen. Ansonsten ist, ja, sieht man ja, der Publikumsbereich ist völlig platt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie geschafft, ein Tor zu schießen. Aber diese Aktion meinerseits muss das Spiel vermutlich so schockiert haben, dass es sich gesagt hat, ich kann nicht mehr und deshalb einfach abstürzte. Und das war meine bisher einzige Erfahrung mit einem Eishockeyspiel. Sie war nicht gut. WyoChat ist eine moderne Variante von diesem Ballspiel. Ich hab keine Ahnung, wie das im Original hieß. Also man muss quasi diesen Ball hin und her stoßen und damit alle Blöcke abschießen. Dieses Spiel neigt dazu, dir den Bestellvorgang sehr aggressiv unter die Nase zu halten. Also immer wieder, bestellen Sie jetzt, bestellen Sie jetzt, bestellen Sie jetzt. Ulkigerweise steht im CD-Menü sogar, dass die Demo nur eine Laufzeit von 2 Stunden hat. Also sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Das Spiel ist soweit okay. Die Vorschau sieht zumindest interessant aus, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das Spiel mit 5 Bällen funktionieren soll. Wie sollst du so viele Bälle gleichzeitig abwehren? Auf zu den Vollversionen. Man kann am Aussehen von Bubble Ball schon sehr gut erkennen, dass das wohl von einer einzigen Person erstellt wurde. Das Spielprinzip dürfte sicherlich klar sein, man kennt es ja auch von gewissen Mobile Games.
Allerdings hat dieses Spiel einen ganz, ganz großen Nachteil. Denn die Farbe der Kugel ist nicht davon abhängig, welche Kugeln du jetzt gebrauchen könntest, sondern auf welche Farbe das Spiel gerade Lust hat. Und das ist richtig kacke, denn dadurch neigt man dazu, oder man ist ja gezwungen, die Kugel in irgendeine Ecke zu schießen, weil die meisten davon unbrauchbar sind. Und das zweite Problem ist, man kann nicht richtig abschätzen, wohin die Kugel fliegt. Selbst wenn du mit dem Auge anpeilst, okay, ich schieße die Kugel jetzt genau so, wird sie plötzlich von irgendeiner anderen Kugel angezogen und bleibt dann aus dem Nichts irgendwo anders hängen. Von daher kann ich sagen, ich habe nicht mal das erste Level geschafft. Eggboo ist tatsächlich das einzige Spiel, das technische Probleme bereitet hat. Ich habe es nirgendwo, aber auch nirgendwo zum Laufen bekommen. Also so zum Laufen bekommen, dass man sagen könnte, es ist gut zu spielen. Auf Windows 10 lief es halbwegs normal. Allerdings war der Bildschirm sehr stark angezoomt und deswegen, ja, konnte ich mich nur schlecht orientieren und ich weiß nicht, also ich bin mit diesem Spiel überhaupt nicht klargekommen. Grafisch und vom Spielprinzip her, eine super Idee, sieht auch niedlich aus und so weiter, aber man geht irgendwie viel zu schnell drauf und nachdem ich gestorben bin, bin ich irgendwo im Nirgendwo gelandet und das war's halt. Ich habe dann mal auch ein bisschen recherchiert zu diesem Spiel und das ist tatsächlich ein Open-Source-Spiel, was bis 2016 noch weiterentwickelt wurde. Soweit ich das von Wikipedia entnehmen konnte, war es wohl mal sehr beliebt. Aber ich hatte damit keine guten Erfahrungen. Frozen Foods ist so ähnlich wie dieses Wild Chat, nur in extrem, wie ich finde. Denn auch hier muss man mit einer Kugel Früchte zerstören, aber die Farbe der Kugel muss mit den Früchten übereinstimmen. Und ja, es macht keinen Spaß, denn man kann die Kugel zwar steuern, aber man kann das Tempo der Kugel nicht wirklich bestimmen. Das heißt, das Ding läuft gefühlt in Zeitlupe von A nach B und du sitzt da und denkst dir, meine Fresse, mach schneller. Ihr seht es ja, also ich hätte nicht die Geduld. Ich meine, ich bin ein geduldiger Mensch, aber irgendwo hört es auch mal auf. Man muss in diesem Spiel einfach sehr viel im Voraus abschätzen. Also man muss sozusagen genau koordinieren, wo schwebe ich jetzt als nächstes hin. Denn spätestens im dritten Level habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Und ich hatte keine Lust mehr. Happy Land Adventures ist ein guter Plattformer, muss ich sagen. Das ist so eins dieser Spiele, die einen großen Umfang haben, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, aber trotzdem eine winzig kleine Auflösung und einen winzig kleinen Speicherverbrauch haben. Das ist auch so eine Kuriosität der Screenfun-Zeitung, dass sie mitunter so eine komischen Spiele damit reingepackt haben, die auf heutigen modernen Rechnern furchtbar aussehen, weil es halt eine Auflösung von unter 640x480 ist. Aber ich habe es auf Windows 98 sehr gut hinbekommen. Man kann nur springen, Gegenstände einsammeln und eben diese kleinen Tierchen mitnehmen. Ja, das ist alles, was man hier macht. Einzig der Timer ist ein bisschen nervig, weil der schon sehr knapp bemessen ist. Wie ich finde, gerade weil später ja auch die Level viel größer werden. Hornado ist ein Weltraumshooter in 2D, der mir durchaus gut gefällt. Also zumindest grafisch. Musik gibt es nicht, obwohl es einen Musikschalter gibt. Spielerisch ist das aber nicht gut. Es sieht toll aus, also diese ganzen Ebenen, die es da so gibt. Funktionieren super, das wirkt alles total räumlich, aber genau das ist das Problem. Manchmal erkennst du einfach nicht, ist dieses Objekt, was da vor mir ist, jetzt auf meiner Ebene oder davor oder dahinter. Und so ist es oft genug passiert, dass ich einfach irgendwo gegengeflogen bin, weil man das nicht unterscheiden konnte. Und ja, wie gesagt, es ist einfach zu viel Kram auf dem Bildschirm und ich habe manchmal einfach nicht gewusst, wie soll ich jetzt hier ausweichen.
St. Nikolaus ist tatsächlich ein DOS-Spiel im Jahre 2001. Das ist schon gewagt, wie ich finde. Soundtechnisch hat es tatsächlich nur auf Windows 98 funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber ist ja auch egal. Es ist ebenfalls ein Plattformer. Hier muss man als St. Nikolaus Plätzchen sammeln, Geschenke ausliefern und Gegner töten. Passt also alles sehr gut zusammen. Die Steuerung ist soweit in Ordnung. Einzig die Sprungmechanik ist ein bisschen doof, weil auch das Anlaufnehmen funktioniert manchmal nicht so gut. Und das Zweite, was mir nicht gefällt, ist, dass Gegner in der Lage sind, Gegenstände aufzuheben und sie irgendwo, also auch im Graben, hinzuwerfen. Das ist blöd, denn manchmal passiert das noch, ehe man überhaupt an diesen Gegner rankommen kann. Und aufgrund dieser schlechten Sprung- bzw. Laufsteuerung habe ich das zweite Level auch nie geschafft, weil da gab es so eine Schlucht, die ich nicht überwinden konnte, egal wie ich Anlauf genommen habe. Er ist immer kurz vorher runtergefallen. Schade. Bei Ultimate Steroids merkst du auch ganz genau, dass dieses Spiel nicht von einem professionellen Studio erstellt wurde. Allein schon die Schrift im Hauptmenü und dann begrüßt uns Comic Sans mit Get Ready. Und genauso geht die Qualität auch weiter. Die Steuerung von diesem Raumschiff-Dingsbums ist scheiße. Also egal wie man auf die Pfeiltaste drückt, das Ding rast immer los, dass jegliches Ausweichen oder Lenken unmöglich ist. Also es ist garantiert, dass du in so einen Asteroiden reinrast. Die Highscore-Liste ist auch völlig kaputt. Also man kann nicht einfach irgendeinen kurzen Namen eingeben, also was weiß ich, Bob, und dann drückt man auf Enter und dann geht's weiter. Nein, es geht erst weiter, wenn du alle, keine Ahnung wie viele Zeichen da reinpassen, ich sag mal 15 Zeichen eintippst und erst dann geht's weiter. Was soll das? Das Spiel Cetrix kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht woher. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Spaß beiseite. Cetrix ist einer dieser tausenden Tetris-Klone, der sich meiner Ansicht nach sogar in die Reihe der durchaus passablen Klone einreihen darf. Ich musste mich tatsächlich zusammenreißen, hier auch mal aufzuhören. Ich wollte immer weitermachen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Tetris-Spiel das schafft. Grafisch und musikalisch ist es auch in Ordnung. Wenn Tetris euer Ding ist, dann kann ich es euch empfehlen. An den Kultstatus des Gameboy-Originals kommt es aber trotzdem nicht an. Zum ersten Teil von Pizza Connection kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich mit dem Spiel überhaupt nicht klargekommen bin. Ich habe damals Pizza Syndicate gespielt und ich habe auch Pizza Connection 2 ein bisschen gespielt, aber nie so, dass man jetzt sagen könnte, ich habe am Ende was erreicht. Ich habe das halt als Kind gespielt. Also man hat da irgendwie rumgealbert, ein Restaurant eröffnet und ein paar Pizzen gemacht, aber mehr nicht. Pizza Connection 1 habe ich noch nie gespielt und ich hatte auch keine Lust, dieses dicke, fette Handbuch zu lesen. Von daher habe ich es nicht mal geschafft, aus eigenem Antrieb ein Restaurant zu eröffnen. Ich habe nicht gewusst, wie das geht. Eine Pizza habe ich auch nicht machen können. Ach ja, euch ist sicherlich aufgefallen, das Spiel ist ohne Ton. Das liegt daran, dass Pizza Connection kein Sound-Setup hat. Also das Spiel selbst hat sozusagen irgendwelche Sound-Konfigurationen vorab gespeichert. Und wenn dein PC die nicht erfüllt, dann hat das Spiel keinen Ton. Also daran kann man nichts ändern. Und das Problem konnte ich jetzt auf die Schnelle auch nicht lösen. Eine Sache, die ich durchaus interessant fand, war das Pizzakochbuch, das sich ein bisschen versteckt auf der CD befindet. Da wurden vom Entwicklerteam tatsächlich echte Pizzarezepte aufgelistet. Und das war wahrscheinlich auch mal so in der Big Box drin. Und das sind so diese kleinen Extras, die ich so bei alten Spielen schätze. Dass man eben nicht nur das Spiel dabei hat, sondern auch so ein paar Extras. Das ist so eine Sache, die ist in heutigen digitalen Zeiten leider verloren gegangen, was ich sehr schade finde. Reworld ist ein Rennspiel mit Spielzeugautos, das sich an gewissen Elementen einer bekannten anderen Rennspielreihe orientiert. Nein, es ist nicht Need for Speed.
sondern Super Mario Kart, muss ich eigentlich nicht erklären. Genau das gleiche Prinzip, Autorennen, Waffen, andere Fahrer abschießen. Grafisch ist es okay, die Musik war auch soweit in Ordnung, aber es ist irgendwie langweilig. Also da passiert nicht viel auf der Strecke. Oder es ist auch irgendwie komisch, dass alle Autos gleich aussehen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Das Komische ist, wenn dein Auto in Schieflage gerät, beziehungsweise sich mal überschlägt, dann musst du dein Auto selbst zurücksetzen. Und das dauert deutlich länger als bei Super Mario. Also mir ist das einmal passiert und da sind vielleicht 5 Leute an mir vorbeigefahren. Wo ich auch dachte, okay, ich bin für diese Review auch nur ein Rennen gefahren. Und ich hatte keine Lust auf ein zweites. Und das war das letzte Spiel auf der CD. Damit endet wieder ein Rückblick auf eine alte Zeitschriften-CD. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Falls ihr wollt, dass ich noch die anderen beiden ganz alten Screenfun-CDs reviewe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.